Hallo, Sie interessieren sich für diese große 100er-Tafel und Pythagoras-Feld auf der anderen Seite mit den magnetischen Teilen und würden gerne etwas mehr zur Handhabung und Ausführung dieses Materials wissen. Ich erkläre Ihnen gerne ein paar Details und auch Möglichkeiten des Lerninhaltes. Diese Magnettafel ist 60 x 60 groß und kann, ich weiß nicht, ob Sie das hier sehen, mit verschiebbaren Halterungen und Ösen an der Wand auch befestigt werden. Aber genauso gut kann man problemlos damit auf dem Boden arbeiten und dadurch, dass sie sehr, sehr leicht ist, können Kinder sie also auch selbst abnehmen und auch wieder zurückhängen und auch entsprechend transportieren. Auf der Vorderseite befindet sich das 100er Brett mit den Zahlen von 1 bis 100, an dem die Systematik abzulesen ist. Auf der Rückseite befindet sich das Pythagoras Feld. Alle Ergebnisse der 1x1 Aufgaben von der 1er bis zur 10er Reihe. Zum Zubehör dieser Tafel gehören diese Magnetringe, die auf der einen Seite rot und auf der anderen Seite blau sind und dazu geeignet sind, um sich Dinge zu markieren oder herauszusuchen. Und zusätzlich gibt es diese Kreise, um auch etwas abzudecken. Ebenfalls auf der einen Seite blau und auf der anderen Seite rot. Diese große Ausführung im Vergleich zur kleinen Pythagoras-Tafel und zum kleinen 100er Brett ermöglicht zahlreiche Aufträge auch mit größeren Gruppen oder ganzen Klassen umzusetzen, aber kann natürlich auch genauso in der Einzelarbeit eingesetzt werden, wenn Kinder dieses Material ansprechender finden bzw. durch die Größe halt motorisch besser handhaben können. Ich hoffe, dass diese Detailinformationen für Sie hilfreich waren und Sie sich das Material nun besser vorstellen können. Wenn Sie sich für die Handhabung und die Möglichkeiten, die dieses Material bietet, interessieren, schauen Sie sich gerne das dazugehörige Anleitungsvideo zu dem Material an. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.